Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so Caravansalon 2021. We are straightly introducing the Tabat Vivaldi 550 DF. Zwei Personen, ganz viel Charme, tolle Ausstattung. Aber was soll ich lange reden? Wir gucken uns das einfach an in diesem kleinen Video und zwar jetzt. So, ich sag mal Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, wir fangen natürlich außen an, oder? Und zwar werden wir jetzt mal so ganz entspannt um diesen Vivaldi 550 herumlaufen und du siehst schon, also, das ist so das klassische zeitlose Tabat-Design und da blinken sogar die Außenpositionsleuchten. Ich mutmaße, das ist so ein Messegimmick. Was sehen wir? Wir sehen zum einen, das sehen wir jetzt nicht so gut, aber wir sehen es hoffentlich auf der anderen Seite, sehr schön eingelassene Fenster. Also nicht so diese Plastehauben, die manche, so wie auch ich, eben an der Seite kleben haben, sondern schön, großes Fenster. Und wenn du ganz genau hin und reingeschaut hast, dann siehst du schon, da ist wohl das mit dem Bett. So, was haben wir darüber hinaus? Weil selbst das schönste Bett bringt ja nicht viel, wenn du keinen Strom hast. Hier einmal Landstromanschluss. Und das finde ich schön, das haben die toll gemacht von der Firma Tabat. Überall diese kleinen Aufkleber, was wir dann so drin haben. Automatisch nachstellbare Bremse. Haben viele auch. Der aber eben auch. Wir laufen weiter. Weißt du, was ich richtig schön finde? Die LED. Eingelassene LED. Das ist was, oder? Ja, das ist so ziemlich sexy. So ein bisschen pornös im Into the Vorzelt gebracht, finde ich super. Und vor allem, weißt du, was ich gerade sehe? Guck mal, das ist auch geil. Hier ist noch eine Kederschiene eingebaut. Da kannst du zum Beispiel eine Beamerleinwand reinziehen. Da kannst du eine Beamerleinwand reinziehen, du kannst da Kederschlingen reinziehen, du kannst da Aufhängerhaken. Du kannst da noch ganz andere Sachen reinziehen, aber von denen wollen wir doch jetzt hier nicht erzählen. Was haben wir noch? Wir haben einmal eine Außenstauraumklappe, denn wenn wir von außen sehen, dass da ein Bett drin ist, dann ist natürlich so ein Doppelbett auch immer ein ganz toller Ort für einen großen Staukasten. Und wenn der dann auch noch, wie in diesem Fall, von außen zu begehen, respektive zu beladen ist. Und hier auch alles schön geschützt. Schön geschützt und schönerer Boden als manche in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in, sage ich jetzt nicht. Oh. So, wir gehen einmal rum. Dann sehen wir natürlich bei diesem Messemodell auch noch das ATC verbaut, also das Alco Trailer Control. Drücken wir wieder rein, dann sieht es auch ein bisschen ordentlicher aus. Hält nicht mehr, ist mir jetzt auch egal. So, dann einmal Riffelblech und, das darf man sich ja auch manchmal vor Augen führen, ein schöner, tiefer Einlass für die Gaspulle. Du kennst das Spiel, so eine Gaspulle, die wiegt immer aus dem Rücken und dann, bei mir ist das so ein bisschen, da muss ich immer so und es ist voll anstrengend. Hier kannst du sie einfach ganz entspannt reingeworfen haben. Guten Morgen, die Herrschaften. Einfach noch ein bisschen lauter brüllen. Einmal, zweimal. Leider keine Duo-Control, aber Werkstätten wollen doch auch leben. So, dann haben wir ein Stützrad mit Radlastanzeige. Das ist das Alco Premium, machen wir uns nichts vor. Das kann man auch im Zusatz danach kaufen, wenn es noch nicht drin ist. Das ist ziemlich cool, hast gleich die Stützrad gemessen. Hast eine schöne breite Rollauflagefläche und hier auch noch die schöne Deichselabdeckung. Also das ist ein schöner aufgeräumter Gaskasten. Und natürlich das große Tabat-Logo. Wir gehen weiter. Hier ist der Teppich ein bisschen schief verlegt. Jetzt habe ich Angst, dass mir die Wand auf den Kopf fällt. In die Wand laufen. Wenig. Nochmal, gucken wir auch noch mal schnell rein, von der anderen Seite. Und auch hier eben, weißt du, die Heizungsschläuche so verlegt, dass man sie nicht kaputt feuert, wenn man da seine Stühle reinschmeißt. Schlafzimmer von the other side. Boah, Hilfe, das ist ein bisschen, habe ich ein bisschen Angst. Hier haben wir den Frischwasserzulauf. Und, das siehst du schon, weil du bist doch Profi, du guckst doch unsere Videos, Truma. Das wird also irgendwas mit Heizung zu tun haben und vielleicht ist das jetzt nicht so eine, wie wir vielleicht im Wohnwagen haben, sondern eine andere. Die zeige ich dir gleich drin. Was ich auch geil finde. Also nein, ich finde es nicht geil, ich finde es sexy. Alufelgen? Die Felgen. Ja, sind Felgen. Das sind halt richtig Tabat-Felgen in Weiß. So. Come on, ist schön, oder? Ja, ja. Hier hinten scheint das Klo zu sein, weil da ist zumindest der Bottich und, das hatte ich gerade schon zu Melli gesagt, finde ich total geil. Kostet wahrscheinlich nichts in der Produktion, aber die Einführhilfe für die Kurbelstütze. Ich kenne das ja, meine Stützen sind ja auch relativ weit rein bei meinem Knaus. Und dann hänge ich da mal so halb drunter, mache mir die Hose schmutzig, ist immer kacke. Hier feuerst du einfach rin und das ist dann Magie, kommt der Stab ins Loch. Übrigens auch, also jetzt mal ernsthaft, wirklich schöne Rückleuchten, oder? Ja. Mit diesem Voll-LED, sieht schon, also ja, und hat sich auch. Link, ne? Diese Brumm, Brumm.
Die Blinker. Und übrigens, wenn du nach oben filmst, siehst du auch noch mal ein bisschen. Dann denkt man sich, was ist ein Spoiler? Nein, das ist das High Strength GFK-Dach. Denn, und auch das ist ja natürlich wichtig für dich, wenn du dich über diesen Wohnwagen informieren möchtest, wir haben zumindest ein GFK, Glasfaser Kunststoff, glaube ich, heißt das Dach. Das ist aber wichtig, so mit Hagel und Nässe und so. Ja, und Taban hat ja auch immer dieses Doppeldach. Nicht immer. Nicht alle. Ja, aber nicht alle. Das ist dann leiser im Wohnwagen und so, wenn es regnet und am Baum stehst. Wir gehen mal rein durch diese große, breite Tür. Wir machen es wie immer. Wir gehen rein. Du guckst dich erstmal um. Ein bisschen mit Demut, oder? In so einen schönen Wohnwagen. Ui, ui, ui. So. Jetzt, während Melli jetzt vielleicht doch irgendwann noch zu mir kommt. Ah, da ist er ja auch schon. Bin ich mal für meine Verhältnisse relativ still. Siehst also die große Frontküche. Frontküche finde ich immer super. Siehst mich, siehst hier eine Sitzecke. Siehst das große freistehende Bett. Freistehendes Bett finde ich mittlerweile, ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, immer ein bisschen geiler. Mhm. Das ist irgendwie, das ist schön. Obwohl, Melli, soll ich mal aus dem Nähkästchen plaudern? Mach mal. Als ich gestern Abend dann so in meinem Wohnwagen lag und so aus dem Fenster noch mal rausgeraucht habe, der ist ja auch schon, ich sag mal, der ist ja ordentlich rangenommen worden, ne? Ja. Aber das ist halt mein Wohnwagen. Ja. Kennst du das? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so, hier, wenn ich mir jetzt, oder ist egal welchen, neuen Wohnwagen kaufen täte, das ist, glaube ich, erstmal ganz komisch, oder? Dann müsstest du viel ordentlicher sein. So, pass auf, wir fangen an hinten. Du siehst es schon. Also zum einen hast du hier eine wirklich weiche Kuscheldecke, die wird nicht im Lieferumfang dabei sein, mutmaßlich zumindest. Aber was du noch siehst ist, das sieht schon geil aus. Da hinten hinterm Bett mit der LED, die da eingelassen ist, die Leselampen finde ich richtig schön, finde ich echt schicke. Und du hast an jeder Leselampe auch noch zwei, einmal links, einmal rechts einen USB-Anschluss fürs Handy, was man dann auch da ordentlich postieren kann. Das fliegt ja bei mir immer auf diesem kleinen Sims rum, da fliegt es ja laufend runter. So, hier oben kannst du dann eine Ananasvase reinstellen oder was auch immer. Und du hast hier auch nochmal die Lichtschalter, natürlich, und eine 230 Volt Steckdose. Wenn du ein bisschen oldschool unterwegs bist, dann hast du Stauraum, ich sag mal, für Schlüpper und sonstiges Kleinkramzeug oder mal einen Pulli. Und natürlich auf beiden Seiten nochmal schöne Hängeschränke. Bei dir auch Hängeschrank, ja, ne? Ja. Sehr gut. Mal gucken, ist das denn noch? Ah, ne, das ist kein Geheimfach. Ich dachte schon. Geheimfach? Ja, das nein, ist kein Geheimfach. Aber wenn wir schon hier vorne sind, Melli, ich will dir das Bett ja nicht vor den Kopf schlagen, deswegen komm mal hinter mich. Wenn du hier einmal hoch machst, ich will jetzt nicht so machen, dass die Decke umfliegt, aber hast du hier den Stauraum, den wir von draußen schon gesehen haben, und du siehst hochgesetzte Lüftungsgitter für bessere Reinigung. Für bessere Reinigung. Ja, gut, da wird ja voraussetzen, dass man überhaupt mal reinigt, oder? Mhm. Auf jeden Fall groß. Was du aber sehen musst, du siehst den Pömpel, der das Bett stabilisiert, also da musst du natürlich dann so ein bisschen Tetris spielen, wenn du da Stühle oder so reinschmeißt. Die sind ja meistens ein bisschen größer. So, aber nichtsdestotrotz, das ist ein ordentlich großer Stauraum. Und auch, da bin ich mir mal gar nicht so sicher, ob ich das geil finde oder nicht. Du hast hier nicht so einen schrusseligen Vorhang, sondern hast hier echt eine Holztür, die du dann zumachen kannst, um den Schlafbereich vom Wohnbereich abzutrennen. Das finde ich schon ziemlich geil. Das wiegt aber auch, ne? Vom Vorhang ist leichter. Und die Frage, die sich auch stellt, jetzt machen wir uns nichts vor, das ist ein Zwei-Personen-Wohnwagen. Warum soll ich das zumachen? Na, wenn er vielleicht noch im Bett liegt und sie morgens ihm dann schon mal Bacon und Rührbrei. Ja. Rührbrei. Du machst auch so einen Rührbrei. Hier sind noch schöne Fenster an den Seiten, das finde ich auch ganz cool. Die haben wir von außen eben schon gesehen. Ja. Bedeutet aber auch viel Licht. Viel Licht ist aber was Gutes. Und damit noch mehr Licht reinkommt, haben wir einmal natürlich über dem Bett noch das kleine Heki und hier oben einmal das Midi-Heki müsste das sein, mit integrierter Beleuchtung. Ansonsten, das ist eine riesengroße dicke Mücke, haben wir hier noch diese indirekte Beleuchtung, einmal komplett drumherum und natürlich auch noch weitere Stauffachmöglichkeiten. Und ja, das ist jetzt nicht die neueste Erfindung der Welt, hinterlüftete Oberschränke, damit die Luft besser zirkulieren kann. Aber ich glaube, das hat jetzt vielleicht nicht jeder, aber eigentlich alle. Strom. USB 230 Volt, auch da kann man dann noch mal irgendwie, zum Beispiel, wenn man Influencer ist, eine Handykamera, eine GoPro aufladen und eine relativ normale Mittelsitzecke, oder? Ja. Aber für zwei Personen völlig ausreichend und tatsächlich auch, guck mal, Melli, das habe ich, glaube ich, gestern in einem Video schon gezeigt,
Da ging das nur bis hier, ja, das Polster. Und das geht mir immer so ein bisschen auf den Hintermuskel. Ja, kennst du? Mhm. Hier sitzt du gut und auch die Rückenlehnen, obwohl sie relativ dünn aussehen, sitzt sich gut. Ja. Und dann kann man hier sitzen und eben auf den Rührbrei warten. So als Mann. Als wir reinkamen, wir gucken jetzt mal einen Schritt weiter, habe ich mir überlegt, boah, das ist ja riesengroß, das ist ja fast eine Schrankwand. Da biegt ja bestimmt ganz viel Stauraum, habe ich versucht, die Dinger aufzuziehen. Bin froh, dass ich sie nicht rausgerissen habe, weil die sind nur Deko. Da ist gar kein Schrank hinter. Dann dachte ich, was ist das für ein Quatsch? Den Grund, den siehst du gleich, der hat sich mir erst im zweiten Gedanken erschlossen. Aber natürlich gibt es ein bisschen Stauraum. Zum einen hier einen echt großen Apothekerschrank. Da passen auch die Dosenravioli rein. Da oben Anschluss für den Fernseher. Stellt sich die Frage, wo soll der hin? Den kannst du da mit so einem Schwenkarm reinmachen und dann rausziehen. Ja. Kannst du hier gucken, das ist schon total toll. So, und was haben wir hier? Hier haben wir nochmal einen großen Kleiderschrank. Und man darf das nicht zustellen. Aber weil, hier, was ist denn das? Hm. Ich gucke mal. Ein Kasten. Achso, da ist die Elektrik drin, Mensch. Ah! Also hier Stromdings. Cool. Und eine IKEA-Box. Oh. So, wir machen weiter. Und kommen jetzt tatsächlich. Mikrowelle, das ist wichtig, ist ja ganz klar, Mikrowelle. Kommen aber nichtsdestotrotz weiter, und zwar in den Frontbereich. Und in den Frontbereich, da liegen, ich sag mal, biologische Sachen ganz nah zusammen. Nahrungszubereitung, Nahrungsrückgabe. Kreislauf, das ist Mie Marktwirtschaft. So, kommen wir gleich zu, habe ich auch noch ein, zwei Sachen zu erzählen. Ansonsten bleiben wir erstmal hier vorne im Küchenblock. Das finde ich geil, das ist hier ganz viel Ablagefläche. Das ist schön, ja. Das ist optisch sehr, sehr schön und darunter ist noch ein Schränkchen. So, hier ist noch ein Schränkchen und nochmal so mit einem Apothekerschrank. Ja, ist ja klar, dann kannst du den Platz halt, das haben sie gut gemacht, den Platz gut nutzen. Und du siehst auch schon, das ist alles, hast du gesehen, ich habe nicht mehr berührt. Ja. Das ist alles echt wertig. Das ist nicht so wackelig. Und sonst Soft Close bis 25 Kilo ist schon eine Menge. Es gibt welche, die haben nur 10 Kilo bei so einem Riesending. Ja, ich finde das hier so schön. Ja, du kannst hier etwas hinstellen, ne? Ja, Kaffeemaschine, whatever. Ja, finde ich auch gut. Und Silvi war auch schon da. So. Und, guck mal. Das ist auch geil, ne? Das finde ich süß, das habe ich in meiner Küche ja auch. Ich finde das echt so ein bisschen charmant. Ja, ist es auch. Ansonsten Küche ganz normal, einmal abwaschen. Wenn du dir die Frage stellst, wo kommt das warme Wasser her, das zeige ich dir gleich noch. Wir haben nämlich hier eine ganz tolle Heizung drin, die Wasser und Luft warm macht. Und darüber hinaus den großen 3-Flammenkocher weit auseinander. Sieht schön aus. Ja, ich mag diese ja, dicken Dinger. Das ist schön. Ja. Ja. Und hier hinten die Verblendung, das ist auch natürlich sehr, sehr sexy. Ja, mit natürlich Dichtmücke und Dicht. Okay, großer Oberschrank, also wirklich großer Oberschrank. Ne? Ja. Kriegst du eine ganze Menge reingefeuert. Gewürze. Und direkt über dir kannst du auch gleich schon wieder lüften, wenn das Messelicht draußen ist. Ja. So, Schublade 1, Besteck, Kram, Gasanschlüsse, und zwar Kühlschrank, hier. Heizung. Und, kochen. Ja. So, wir könnten sogar kochen. So, dann nochmal groß. Ich zieh mal, guck mal, der auch mal weiter rausgeht. Ja. Das ist gut, ne? Und hier unten wahrscheinlich nochmal ein Klappfach. Das ist ja ganz häufig, dass das untere ein Klappfach ist. Und hier vorne die Ventile zum Wasser ablassen. So, wir kommen hoch. Auch alles hier indirekt. Schön, schön, schön. 2 Jahre ist es her, als dieser wunderbare Dometic-Kühlschrank vorgestellt wurde. Und die Welt hat gerufen, boah, Mensch, die Erfindung, der kommt gleich nach dem Rad. Und ich dachte, was ist daran so geil? Die kann man von beiden Seiten aufmachen. Und jetzt weiß ich, Melli wird wieder sagen, aber ist doch toll, wenn man da sitzt, kann man hier. Und wenn man von draußen schnell ein Bier will, kann man hier. Finde ich super. Super, ich kann auch einmal rumgehen. Aber nein, es ist optisch schön. Ja, das ist schon eine coole Erfindung, aber da haben die Leute ja rumgebrüllt, als ob da gerade der Weltfried ausgerufen wurde. Davon ist es weit weg. Unten nochmal das Hundefutterfach. Oder Flipflops. Und jetzt siehst du übrigens auch, warum das hier eben nur Zierde ist. Muss ja, weil da ist ja der Kühlschrank drin. Ne? Und zwar echt groß, passt eine Menge Wasser rein. Badezimmer, apropos Wasser. Ist erstmal nur, also in Anführungsstrichen nur, ein ganz normales kleines Badezimmer mit einer Fat Ford Kassettentoilette. Wir machen jetzt immer den Test, wir gucken immer rein und warten darauf, dass irgendwann das erste Mal was drin liegt. Oh Gott sei Dank.
So, und das ist übrigens hier auch hast einen Heizungsauslass. Das kann, wenn ihr auf dem Boiler sitzt, kriegst du einen warmen Hintern. Kriegst gleich einen warmen Hintern. Hier oben nochmal Ablage, auch tatsächlich relativ groß, mit einem schönen Spiegel. Kannst du dich ordentlich fertig machen, wenn du sagst, aber wenn ich sehe, hä? Und gutes Licht da oben auch noch. Ja, du hast vorhin, das ist nicht so ganz kalt. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das zum Schminken gut ist, weil dann verschminkt man sich ja manchmal. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, wo soll ich Hände waschen? Na hier. Und ey, wenn irgendwo in einem Wohnwagen ein großes Waschbecken ist, dann ja hier, wa? Das ist groß. Ja, und auch da hinten wurde dann wieder das Grau aufgenommen, was wir hier schon in der Küche gefunden haben. Das war auch echt schön. Hatten sie wahrscheinlich gerade auf Lager, musste weg. So, machen wir wieder zu. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich noch zeigen wollte. Wir haben halt auch eben eine Dusche verbaut. Und eben nicht mit so einem schrüsseligen, mistigen Vorhang. Also gut, das ist hier keine 15 Meter Wellness-Oase, aber du kannst hier oben einmal ordentlich zumachen. Das hätte ich dir vorher zeigen müssen. Du kannst hier auch zumachen und dann hast du hier zumindest eine kleine Duschkabine. Mhm. Ne? So, und das muss ich jetzt auch noch gezeigt haben, sonst heißt es, ach, der Günther, der quatscht wieder nur Mist und zeigt die relevanten Dinge nicht. Wir haben nämlich die Heizung, die muss ich dir noch mal zeigen. Ach Quatsch, da ist der Wassertank, Skorri. Ja, Entschuldigung. Skorri? Ja, das ist Finnisch. So, da ist er, die Truma. Kombi 6. Da kommt raus warm Luft und warm Wasser und läuft mit Gas unter anderem. So, und auch noch mal hier die Ablassventile, ne? Und hier mit Frostsensor ist auch wichtig. Wenn man mal wieder, so wie ich ganz gerne im Winter oder im Frühwinter vergisst abzulassen, hast du hier den Frostwächter, der dann bei, ich glaube, unter 3 Grad, da will ich jetzt nicht lügen, wenn du mal eine Info geben möchtest, dann schreib das doch mal in die Kommentare, das Ventil auslöst. Das ist ein wirklich schöner Wohnwagen. Das ist ein schöner Zwei-Personen-Reisewohnwagen. Ich finde jetzt echt schön. Ja. Vor allem, das ist so dieses helle Holz. Es ist das helle Holz in Kombination mit dem Weiß. Das ist ein bisschen wieder dieses Skandinavische. Ja. Und dann haben wir hier überall diese schönen Ablagemöglichkeiten. Ja. Ein schöner Wohnwagen. Hier. Finde ich echt cool. Schön. Ach komm, weißt du was? Machen wir nicht lange rum. Faktencheck brauchst du. Go. So. Und das finde ich ja immer schön so auf Messen, ja, mit diesen Hightech-Anzeigen. Da siehst du nochmal den Grundriss. Gut, den haben wir uns auch gerade angeschaut. Und dann kommen wir eben zu den technischen Daten. Wir haben nämlich einmal eine Gesamtlänge inklusive der Deichsel von knapp 8 Metern. Das sind 7,90 Meter. Nutzlänge 5,70, das ist dann der Aufbau. Deswegen heißt er ja auch 5,50, weil er 5,70er Aufbau hat. Das ergibt ja Sinn. Und Breite 2,50. Brauchst du aber ganz häufig auch eben um ein, ich sag mal so wie hier, gutes Raumgefühl. Also wirklich Raumgefühl zu bekommen, was seinen Namen auch verdient. Die Höhe ist mir immer voll Wuppe. 2,65, ja genau, 2,65 hatten wir. Und jetzt wird's wichtig, wir haben zu den Massedaten Folgendes zu sagen. Wir haben Masse des Fahrzeugs im separaten Zustand 1095, tatsächliche Fahrzeugmasse 1722 bei 2 Tonnen Kompletto, 278 Kilo Zuladung, 278 Kilo. Ich meine, du hast eine Menge drin, da ist auch kein Mover dran, da ist auch noch keine Klima dran. Wenn das alles noch reinfeuerst, dann hast du noch, ich sag mal so 150, 120 Kilo Zuladung. Dann Töpfe, so dieser Krusch, der hier reingehört. Und wenn jemand von zusätzlichem Gewicht im Wohnwagen irgend auch nur einen Hauch einer Ahnung hat, dann ist das ja Melli, der hat ja auch Töpfe und so. Also das ist nicht, das ist, also, du bist aber auch nur zu zweit. Und wenn du ein bisschen minimalistisch unterwegs bist, so wie ich, dann ist das okay. Und dann, Felgengröße, alle Pillepalle, brauchst du alles nicht, brauchst noch den Preis, 37.700. Inklusive der Sonderausstattung, so wie wir ihn gefunden haben, 30.000 Furz in der Serienausstattung. Jetzt machen ja manche, und da schließe ich mich ja an, manchmal, und das sage ich jetzt ganz bewusst so, den Fehler, die Preise von heute mit Preisen von vor 10 Jahren zu vergleichen. Also wenn ich mir meinen Wohnwagen angucke, was der früher gekostet hat und was der heute kostet, ist doch der gleiche Wohnwagen, anderes Dekor, der kostet fast 10.000 Euro mehr innerhalb von 9 Jahren. Das darf man also nicht mehr machen. Das kannst du schon machen, kriegst aber scheiß Laune, deswegen lassen wir das lieber. Und dann sage ich für 30.000, respektive mit der Ausstattung von 38.000 Euro, das legt man heutzutage tatsächlich für neuen, und zwar, ich sag mal, gehobene Mittelklasse-Wohnwagen einfach hin.
Punkt um. Wollte gerade sagen, Tabat ist aber auch wirklich hochwertig, muss man einfach sagen. Das merkt man, wenn man die Schränke öffnet, wenn man die Schubladen rauszieht. Ich meine, ganz ernst, machen wir uns nichts vor, wenn ich auf den Jahrmarkt gehe und wenn ich mir anschaue, da sind ja die Menschen, die diese Fahrgeschäfte da betreiben, die leben ja ein gefühltes ganze Jahr in diesen Bollerbuden, die fahren ja alle Tabat. Ja. Das machen die ja nicht, weil die da mit denen irgendeine Sonderkondition ausgehandelt haben, sondern weil das anscheinend einfach gute Dinger sind. Muss man ja auch mal so sagen. Ja. So, das war ja auch schon das Fazit, oder? Das ist ein schöner Wohnwagen. Ist ein geiler Wohnwagen. Schöner ich finde ihn richtig schön. Ich mag die Küche sehr gerne, ich mag das Bett sehr gerne und diese ganzen kleinen Ablagen. So, haben wir's, ihr Lieben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns durch diesen wunderschönen Tabat zu laufen. Und zwar den 550 DF Vivaldi. Mhm. Und jetzt sozusagen wir hüppen weiter. Du freust dich aufs nächste Video. Caravansalon 21. Heute erster Besuchertag. Die Massen strömen schon her. Wir sind weg und sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei WeCamping und oder so. Paris Athen. Auf Wiedersehen. Tschüss.